André Costolani ist Deutschlands bekanntester Börsianer und prägte die deutsche Aktienkultur über mehrere Jahrzehnte. Er selbst sieht sich als Börsenspekulant und versteht das Ganze als Kompliment. Im heutigen Video lernst du Costolanis Börsenquiz kennen. Darin erfährst du über 13 Fragen hinweg, ob du das Zeug zum waschechten Börsianer hast. Viel Spaß beim Video! Bevor es mit den Fragen losgeht, nimm gerne einen Stift und ein Blatt Papier zur Hand und notier dir deine Antworten. Wichtig für dich, es können auch mehrere Antworten Punkte geben, aber es ist immer nur eine Antwort für dich auswählbar. Beispielsweise bei 4 Antwortmöglichkeiten geben 2 Antworten 0 Punkte, eine Antwort 1 Punkt und eine Antwort 3 Punkte. Die Auflösung der Fragen gibt es gleich im Anschluss nach der letzten Frage. Starten wir also mit Frage Nummer 1. An welches Spiel erinnert die Börse? A. Schach, B. Skat, C. Fußballwetten, D. Roulette oder E. Pferderennen? Frage Nummer 2. Ich beurteile meine Aktien immer im Verhältnis zum A. Kaufpreis oder B. Tagespreis. Frage Nummer 3. Ich verkaufe eine Aktie A. auch mit einem kleinen Gewinn, B. nur mit großem Gewinn oder C. unabhängig davon, ob ich Gewinn oder Verlust mache. Frage Nummer 4. Ich kaufe eine Aktie, wenn A. die Aktie steigt, B. die Aktie fällt oder C. aus ganz anderen Gründen. Frage Nummer 5. Ich würde eine Aktie, die ich tief verkauft habe, hoch zurückkaufen? Antwort A. ja oder Antwort B. nein. Frage Nummer 6. Ich würde auch Aktien von Firmen, die fast pleite sind, ebenso wie notleidende Anleihen kaufen? Antwort A. ja oder Antwort B. nein. Frage Nummer 7. Der Gedankengang eines Börsianers ähnelt am meisten dem eines A. Ingenieurs, B. Kaufmanns, C. Anwalts, D. Betriebswirts, E. Arztes oder F. Politikers. Frage Nummer 8. Können Aktien in einer Rezession steigen? Antwort A. ja oder Antwort B. nein. Frage Nummer 9. Die nationale Politik beeinflusst die Börse. A. wenig, B. stark oder C. überhaupt nicht. Frage Nummer 10. Kann man verlorenes Geld an der Börse zurückgewinnen? A. niemals oder B. manchmal. Frage Nummer 11. Diejenigen Spekulanten, die immer beim tiefsten Kurs kaufen und beim höchsten verkaufen, sind A. die Bestinformierten, B. die erfahrenen alten Profis, C. Lügner oder D. Glückspilze. Frage Nummer 12. Spekulation und Geldanlage unterscheiden sich durch die A. Qualität der Wertpapiere, B. Zeitspanne, C. relative Höhe des Betrags gemessen am Vermögen oder D. Art der Überlegung. Und zu guter Letzt Frage Nummer 13. Wenn alle Symptome für eine Wende nach einem Börsencrash sprechen, dann kaufe ich Aktien, die A. sich behauptet haben, B. wenig gefallen sind, C. stärker gefallen sind oder D. zusammengebrochen sind. So, jetzt kommen wir zur Auswertung der Ergebnisse. Für Frage Nummer 1 gab es folgende Punkte. Antwort A. Schach 0 Punkte, Antwort B. Skat 3 Punkte, Antwort C. Fußballwetten 1 Punkt, Antwort D. Roulette 0 Punkte und Antwort E. Pferderennen 2 Punkte. Der Grund dafür ist folgender. Ein Börsianer muss seine Entscheidungen an sich ändernde Situationen anpassen. Genauso wie der Kartenspieler sein Spiel anpasst, wenn er neue Karten erhält. Ein guter Börsianer zieht sich wie ein guter Kartenspieler aus der Affäre. Mit guten Karten gewinnt er viel, mit schlechten Karten verliert er wenig. Peter Lynch, der erfolgreichste Fondsmanager aller Zeiten, verglich die Börse nicht wie Costolani mit Skat, sondern mit Poker. Er sagte, wenn du die Unternehmen an der Börse nicht analysierst, dann hast du die gleichen Gewinnchancen, wie wenn du Poker spielst, ohne deine eigenen Karten anzuschauen. Ähnlich wie beim Poker geht es an der Börse darum, die Chancen auf Gewinne zu maximieren und die Chancen auf Verluste zu minimieren. Kommen wir zu Frage Nummer 2. Hier gab es 0 Punkte für Antwort A und 3 Punkte für Antwort B. Denn was eine Aktie irgendwann mal gekostet hat, gehört der Vergangenheit an und hilft nicht mehr, die künftige Entwicklung zu beurteilen. Man sagt auch, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Zur Frage Nummer 3. Für Antwort A und Antwort B gab es 0 Punkte und für Antwort C, unabhängig von Gewinn oder Verlust, gab es 3 Punkte. Denn die Entscheidung, ob ich Aktien verkaufe, sollte ich unabhängig von meinem Kaufpreis treffen. Es sollte also keine Rolle spielen, ob ich mit der Aktie in der Gewinn- oder Verlustzone liege. Wichtig ist, wie ich das Unternehmen bewerte, das heißt, ob es zukünftig noch Kurspotenzial nach oben gibt oder ob es eventuell andere Aktien gibt, die viel mehr Potenzial haben.
Weiter zu Frage Nummer 4. Hier gibt es für Antwort A und B 0 Punkte und für Antwort C 3 Punkte. Viele Anfänger kaufen eine Aktie nur, weil sie stark gefallen ist oder genauso schlimm, sie kaufen bei einer gestiegenen Aktie aus Angst, etwas zu verpassen. Für den Kauf einer Aktie sollten aber andere Gründe sprechen, beispielsweise starke Zukunftsaussichten bei gleichzeitiger Unterbewertung eines Unternehmens. Frage Nummer 5. Hier gibt es für Antwort A 0 Punkte und für Antwort B 3 Punkte. Denn das Urteil, ob ich eine Aktie kaufe oder nicht, sollte so objektiv wie möglich sein und hat nichts damit zu tun, ob ich die Aktie schon einmal hatte oder eben nicht. Denn vielleicht lag ich mit meiner ursprünglichen Einschätzung falsch oder die Vorzeichen haben sich für das Unternehmen geändert. Frage Nummer 6. Für Antwort A gibt es 3 Punkte und für Antwort B gibt es 0 Punkte. Denn an der Börse ist in der Regel schon eingepreist, wenn eine Aktie kurz vor dem Bankrott steht. Deshalb ist sie eben auch so günstig. Wenn der Bankrott ausbleibt, schießt die Aktie in die Höhe und ich kann meinen Einsatz vielleicht verdoppeln, vielleicht aber auch verzehnfachen. Geht das Unternehmen pleite, verliere ich 100%. Ein gutes Beispiel für solch eine Turnaround-Aktie ist der Mikrochip-Hersteller AMD. 2015 erschien ein Artikel in der GameStar mit dem Titel "Analysten erwarten Konkurs bis 2020". Stattdessen erholte sich die Aktie und der Kurs vervierzigfachte sich von Februar 2016 bis heute. Ich persönlich würde bei Turnaround-Kandidaten aufgrund der hohen Unsicherheit nur kleine Summen setzen, denn ein Totalverlust und eine Verzehnfachung liegen sehr nah beieinander. Frage Nummer 7. Für Antwort A gibt es 0 Punkte, für B 1 Punkt, für C 2 Punkte, für D 0 Punkte, für E 3 Punkte und für F 1 Punkt. Wer hätte das gedacht? Der Arzt muss genauso wie der Börsianer zuerst eine Diagnose machen. Dabei werden Informationen analysiert und ausgewertet. Daraus ergeben sich dann weitere Überlegungen für die Zukunft. Es wird also erst einmal die Lage gecheckt, bevor Entscheidungen getroffen werden. Und auch wenn Entscheidungen getroffen wurden, dann müssen diese sofort geändert werden, wenn man merkt, dass man in die falsche Richtung läuft. Die Gedankengänge eines Ingenieurs lassen diese Flexibilität, die es beim Arzt und Börsianer benötigt, nicht zu. Entweder die Brücke steht oder sie steht eben nicht. Frage Nummer 8. Antwort A gibt 3 Punkte und Antwort B 0 Punkte. Also ein ganz klares Ja. Mindestens seit der Pandemie befinden wir uns in einer Rezession und trotzdem steigen weltweit die Aktienmärkte. Höhere Arbeitslosigkeit ist also nicht gleichbedeutend mit sinkenden Kursen. Viel wichtiger ist hier, wie es mit der Liquidität aussieht. Wird der Geldhahn aufgedreht, freuen sich die Aktienmärkte. Wird er zugedreht, kommen die Aktienmärkte unter Druck. Frage Nummer 9. Hier gibt es 0 Punkte für Antwort A und C und 3 Punkte für Antwort B. Denn wie wir auch während der Pandemie gesehen haben, beeinflusst die Zinspolitik der Notenbanken maßgeblich, wo es mit dem Aktienmarkt hingeht. Und auch die Steuerpolitik, wie wir in den USA unter Trump gesehen haben, hatte einen Einfluss auf die Aktienmärkte. In Zukunft wird auch die Klimapolitik für viele Unternehmen Auswirkungen haben, was auch deren Aktienkurse beeinflusst. Frage Nummer 10. Antwort A gibt hier 3 Punkte und Antwort B 0 Punkte. Denn was verloren ist, ist verloren. Neue Geschäfte können neue Gewinne bringen, aber sie haben eben nichts mit der Vergangenheit zu tun. Frage Nummer 11. Hier gibt es 3 Punkte für Antwort C, Lügner. Denn nicht einmal die Glückspilze können immer am höchsten Punkt verkaufen und am tiefsten Punkt einkaufen. Kein Profi schafft es, kein Finanzguru, kein Anlageberater. Frage 12. Hier gibt es für Antwort A 2 Punkte und für Antwort C 3 Punkte. Antwort B und Antwort D geben 0 Punkte. Denn die Qualität der Wertpapiere ist für den Anleger entscheidend. Er kauft weniger spekulative Wertpapiere mit Pleiterisiko, sondern eher Unternehmen mit starken Bilanzen und stabilen Gewinnen. Noch viel wichtiger ist aber, wie viel Vermögen man relativ zu seinem Einsatz hat. Denn eine hochspekulative Aktie kann für einen reichen Anleger, der nur wenig darin investiert, als Anlage mit kalkuliertem Risiko gelten. Dagegen ist es eine wahnsinnige Spekulation, wenn sich ein kleiner Sparer hochverschuldet, um damit stabile Qualitätsaktien zu kaufen. Zu guter Letzt Frage Nummer 13. Hier gibt es 3 Punkte für Antwort A, 0 Punkte für Antwort B und C und 2 Punkte für Antwort D. Denn in einem Crash kauft man laut Costolani Aktien, die sich behaupten konnten und nicht gefallen sind. Und man kauft völlig zusammengebrochene Unternehmen, die kurz vor der Pleite stehen. Hier gibt es noch größere Potenziale, falls die Pleite ausbleibt. Aber hat Costolani hier recht? Ich habe mir mal für den Pandemie-Crash 2 Aktien herausgesucht, die Antwort A und Antwort D entsprechen.
Eine Aktie, die im Pandemie-Crash nicht eingebrochen ist, war die Zoom-Aktie. Da im Homeoffice Videokonferenzen gefragt waren, konnte die Zoom-Aktie, die hierzu die notwendige Software anbietet, profitieren. Während dem März-Absturz konnte sich Zoom bei um die 100 Euro pro Aktie halten und steht heute bei über 300 Euro. Das krasse Gegenteil, also eine Aktie, die letztes Jahr im März extrem an Wert verlor, war die Carnival-Aktie. Das größte Kreuzfahrtunternehmen der Welt stürzte von 46 Euro auf bis zu 7 Euro ab. Aktuell steht Carnival bei 23 Euro und auch hier wäre eine Verdreifachung des Einsatzes drin gewesen. Das waren aber nur zwei Beispiele, die mir direkt eingefallen sind. Die allgemeine Gültigkeit dieser Antwort lässt sich damit natürlich nicht beweisen. Und jetzt kommen wir zur Auswertung für dich. Wenn du 10 Punkte oder weniger hast, dann hast du nach Costolani die völlig falsche Vorstellung von der Börse. Du denkst zu sachlich und mathematisch geradeaus. Leider setzt du deine Fantasie nicht ein und das ist an der Börse fatal. Denn die Spekulation an der Börse ist keine Wissenschaft, sondern eine Kunst. Wenn du 11 bis 20 Punkte hast, dann bist du ein hoffnungsvoller Anfänger. Du bist aktuell noch unbefangen. Laut Costolani siehst du noch nicht ein, dass zwar am Schluss immer die Logik siegt, aber die Börse zuerst ihre eigene Logik hat. Denn an der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Wenn du weiter deine Erfahrungen machst, dann winken bald gute Gewinne. Wenn du 20 bis 30 Punkte hast, giltst du laut Costolani als Fortgeschrittener. Du verstehst die Zusammenhänge und kannst Ereignisse und Tendenzen richtig beurteilen. Dir fehlt einzig und allein noch die Erfahrung. Vielleicht hast du schon große Erfolge gefeiert, aber noch nicht genügend Misserfolge einstecken müssen, um bei Überraschungen eben nicht die Nerven zu verlieren. Noch einige Feuerproben und du bist ein echter Börsenprofi. Wenn du über 30 Punkte hast, dann bist du ein Börsenprofi. Du hast an der Börse also schon viel mitgemacht und weißt über alle Fallen und Tricks, die da lauern, Bescheid. Aber nicht nur das, auch deine Erfolge und Misserfolge hast du sorgfältig analysiert und daraus die richtigen Schlüsse gezogen. Dich kann an der Börse also nichts mehr überraschen, auch nicht das Gegenteil. Das war also Costolanis verkürztes Börsenquiz aus dem Buch Costolanis beste Geldgeschichten. Wie viele Punkte hattest du? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Dieses Quiz bitte mit etwas Humor nehmen und hier ist auch die Unterscheidung eines Anlegers und eines Spekulanten wichtig. Costolani sah sich nämlich selbst als Spekulant und achtete daher vermehrt auf die Geschehnisse in der Politik und in der Weltwirtschaft. Ein reiner Investor oder Anleger wie Warren Buffett zum Beispiel blendet das komplett aus und fokussiert sich bei seiner Investitionsentscheidung zu 99% auf das Unternehmen, bei dem er einsteigen will. Wie das Zinsumfeld aussieht oder was die Politik macht, das interessiert ihn im Gegensatz zu Costolani wenig. Also, wenn dir das Video gefallen hat, dann zerstör den Like-Button und abonniere diesen Kanal für mehr Tipps und Tricks rund um deine Finanzen. Hier oben rechts findest du mein Depot, das ich für meine langfristigen Investitionen in Aktien nutze und hier oben links ein Video, das für dich interessant sein könnte. Vielen Dank dir fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao.